kann Ulm noch den Heimvorteil erringen für die erste Playoff-Runde, können die Oldenburger noch auf Platz 8 vorstoßen in der Tabelle. Das sind so die letzten Fragen für die Schlussphase der regulären Saison für beide Teams. Oldenburg in den dunklen Trikots, vor allen Dingen stark beim Offensiv-Rebounding in der Anfangsphase. Brackett Chapman hier mit den Punkten nach dem Fehlwurf von Dwayne Russell. Die Oldenburger kommen wacher ins Spiel, aufmerksam, auch defensiv. Hier Ballgewinn, Len Schormann, ein schnelles 7:0 für die Gäste aus dem Norden. Ulm braucht zwar etwas, um reinzufinden ins Spiel, aber dann wird's sehenswert. Pick and Roll, Kleppeis und Trevion Williams. Der deutsche Meister dazu mit einem defensiven Upgrade, ließ deutlich weniger zu. Schönes Anspiel in der Offensive. Brezel findet Jallo, den Spezialisten für spektakuläre Abschlüsse. Oldenburg mit Schwierigkeiten von jenseits der Dreierlinie. Pjanic wird hier weggeblockt. Abgesehen davon katastrophale Quote für die Oldenburger von jenseits der Drei-Punkte-Linie. Kaum erfolgreich. Ulm hier mit Justin Jessup und die Punkte von Figueroa. Jessup in einer glänzenden Form momentan als Vorbereiter und als Scorer. Dann ein gutes Nachgehen von Jallo. 11 Punkte Halbzeitführung für Ratio Farm Ulm. Die zweite Hälfte, es blieb ein umkämpftes Spiel mit viel Defense. Hier mal leichte Punkte für Pjanic, aber die Oldenburger taten sich schwer. Kaum Crandall, kaum Russell in der Offensive und der Rest traf sehr, sehr wenig, speziell von draußen. Dafür, Jallo, knöpft sich da Pjanic im 1 gegen 1 vor und sagt ihm auch direkt, du kannst mich da nicht halten. Vorne an der Dreierlinie, Jallo mit viel Athletik. Mitte des dritten Viertels, 14 Punkte Führung für die Ulmer, aber dann Turnover. Jorginho, der nicht seinen besten Tag hatte, Crandall nutzt das aus, aber Oldenburg kam zu wenig solcher leichten Abschlüsse. Dann Kleppeis, geduldig gespielt und Justinian Jessup, ein so vielseitiger Spieler als Scorer, als Vorbereiter mit viel Übersicht. Wir sind schon im Schlussviertel. Noch einmal Ulm, die weiter gut verteidigt und offensiv dann mit solchen Zauberbällen sehr hoch, am höchsten abgelegt, dieser Korbleger von Tommy Kleppeis. Höher kann man ihn nicht ans Brett legen. Tatsächlich exzellente Playoff-Form schon bei Ratio Farm Ulm. Der deutsche Meister, wie schon in der vergangenen Saison, zum Ende der Saison in Topform. Robin Christen trifft. Und das war jetzt nur noch ein Schaulaufen im Schlussviertel. Die Quote richtig stark. Oldenburg fast ohne Gegenwehr. Am Ende ein deutlicher Erfolg für Ulm, die sich in sehr, sehr starker Form hier heute präsentierten. Für Oldenburg wird nur Platz 9 am Ende rausspringen. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein.de.